gezogen. Und ich würde sagen, das nutzen wir mal und geben dem Jan das Wort. Der darf uns jetzt nicht nur seine Hits des Jahres, sondern vor allen Dingen seine Platten des Jahres vorstellen. Ja, ich habe leider keine Nebelmaschine, sonst würde ich die jetzt natürlich auch anmachen hier. Aber muss so gehen. Also es ist ja immer eine sehr schöne Zeit und Gelegenheit zu reflektieren, was für Alben überhaupt wichtig waren. Also ich höre ja tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Alben so von vorne bis hinten durch. Aber die ich dann durchhöre, höre ich recht oft durch. Und in diesem Jahr sind es tatsächlich also doch recht große Hitgeschichten geworden. Also erwartet von mir jetzt nicht irgendwelche wahnsinnigen Fundstücke, die ich irgendwo ausgebuddelt habe. Das erste ist dann eben auch direkt The Nordwist, Vertigo Days, weil ich jetzt, also in der Rückschau habe ich festgestellt, dieses Album hat mich einfach das ganze Jahr begleitet. Also so in den ersten Tagen des Jahres, als man irgendwie nichts machen konnte und als es gerade rauskam, habe ich es mir angemacht und dazu Brot gebacken und reflektiert, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Und dann wurde es besser und ich habe The Nordwist im Sommer auf dem Konzert gesehen und das war auch ganz wunderbar. Und jetzt in letzter Zeit habe ich es tatsächlich wieder ein bisschen öfter angemacht, weil es wieder Winter geworden ist und es auch ein ganz wunderbares Album für den Winter ist. Und ich mag es tatsächlich immer noch. Also ich habe es oft gehört. Ich finde es immer wieder schön, weil es halt, also was halt diese entspannte Unaufgeregtheit von The Nordwist hat. Also es ist einerseits beruhigend, andererseits denkt man die ganze Zeit, irgend so eine Katastrophe bricht gleich rein, die aber nie so ganz reinbricht. Vielleicht ist sie auch schon reingebrochen und auf dem Album wird diese Katastrophe einfach nur betrauert. Ich weiß es nicht. Ich mag das Album auch, weil es so ein bisschen, ich möchte nicht sagen komplexer ist als die Vorgänger, aber so ein bisschen weniger in sich gekehrt einfach. Also das heißt halt bei The Nordwist immer noch, dass es wahnsinnig in sich gekehrt ist, aber es ist halt weniger in sich gekehrt, als die Alben davor es waren. Es gibt ein paar Gastmusiker, Gastmusikerinnen und das tut der Angelegenheit tatsächlich auch sehr gut. Und es hat sich im Laufe des Jahres für mich einfach als ein Album erwiesen, das ich immer wieder auflegen kann und in dem ich immer wieder neue, schöne Details entdecke, die mir Spaß machen. Und deshalb muss es eigentlich auf diese Liste. Das zweite ist, es wird euch überraschen, die Mountain Goats haben wieder ein Album rausgebracht. Es ist das 20. Studioalbum der Truppe. Es ist das dritte seit Oktober 2020. Es heißt Du hörst es dir Dark doch gar nicht Year. an, oder? Du kaufst sie einfach nur noch. Ich habe mir dieses angehört. Es ist ganz wunderbar. Es ist Dark in Here, heißt das Album. Und ja, es sind Geschichten über Leute, die eigentlich die nichts zu sagen haben, die nichts sagen dürfen. Es gibt eine fantastische Wurlitzer-Orgel von Spooner Oldham, heißt der Gute. Der hat da mitgespielt, der hat auch schon für Aretha Franklin gespielt. Tiger nickt, weil er kennt ihn. Das ist ein Album für und über Leute, die aus der Dunkelheit kriechen und irgendwie in den Resten dessen, was sie finden, irgend so eine Form von Schönheit erkennen können. Ich mag einfach diese Geschichten, die da erzählt werden, die Art und Weise, wie Erwartungen einerseits unterlaufen werden, andererseits wie irgendwie so eine Abgefucktheit so ein bisschen romantisiert wird. Jeder Song ist so eine kleine Short Story, die ich mir eigentlich immer wieder anhören kann. Und es gibt einen fantastischen Songtitel da drauf, der ist mein Songtitel des Jahres und er heißt The Slow Parts on Death Metal Albums. Das finde ich sehr schön. Und wo wir gerade von Death Metal sprechen, Gojira haben auch mal wieder ein neues Album draußen. Das ist, also es gibt ja immer dieses Klischee, wenn man nach Metal sucht, schaut man am besten Richtung Skandinavien und da findet man irgendwas. Aber in den letzten Jahren hat sich's für mich erwiesen, dass es sich sehr, sehr lohnt, in die andere Richtung zu schauen und in Frankreich zu landen. Also da gibt's zum Beispiel Lysistrata, das ist eine ganz fantastische Dreier-Kombo, die wirklich komplexen, fantastisch nach vorne brezelnden Metal machen. Eine andere, sehr viel bekanntere Gruppe sind dann eben Gojira. Die gibt schon seit, ich glaube, 1996 oder so, aber sind erst so seit 2008 ungefähr so wirklich auf der Landkarte angekommen. Und in diesem Jahr kam eben ein Album namens Fortitude raus. Das ist ja thematisch
Es ist ganz lustig, weil es geht um Klimaschutz, es geht um Umweltschutz. Die Truppe hat auch so eine Kooperation mit Sea Shepherd. Aber es ist dann immer so in so Metal-Themen gewendet. Ne? Also es ist immer so archaisch, Erde, Stein, Lava, Wut über Zerstörung. Und das ist einmal halt so recht typisch brachialer Metal. Und wenn man so ein bisschen länger hinhört, ist es so für mich so unendlich faszinierend, weil es wahnsinnig technisch, wahnsinnig nerdig, präzise, durchgedacht und immer überraschend ist. Es ist halt kein so ein 0815 runtergerockter Thrash-Metal à la Metallica, sondern also der Fachausdruck, den habe ich von Wikipedia, ist Technical Death Metal. Das heißt also, man arbeitet sich recht nerdig an dem Genre ab, auch mit irgendwie Einflüssen aus Fusion und Jazz oder so. Aber das heißt natürlich nicht, dass es irgendwie Trompeten gibt und Saxophone, sondern es heißt, dass die Harmonien recht eigenartig sein können und die Songstrukturen absolut wild sind. Es ist wunderbar, lohnt sich mal reinzuhören, auch laut. Dann, wir hatten die gute Dame eben schon, Billie Eilish, Happier Than Ever, hat es auch irgendwie reingeschafft, weil ich mich ihr einfach nicht so wirklich entziehen kann. Also ich mag, wie Billie Eilish so mit Öffentlichkeit umgeht. Also wir haben so wunderbare Highlights im letzten Jahr gehabt. Gerade vorgestern oder so hat sie zu Protokoll gegeben, Pornos haben mein Gehirn zerstört. Kurz davor war, wäre ich nicht geimpft gewesen, wäre ich jetzt tot. Also sie hatte wohl Corona. Dann gab es, ich paraphrasiere das mal, leckt mich am Arsch, es geht euch gar nichts an, ob meine Haare grün oder blond sind. Dann gibt es auch so, es war ja auch ein Covershoot von Vogue, wo auch Leute irgendwie kritisiert haben, was sie anhatte und wo auch irgendwie sowas kam wie, lasst es euch doch egal sein. Und also es klingt jetzt nicht so unbedingt außergewöhnlich, aber sie hat für mein Empfinden sehr, sehr wenig Affinität zu so Celebrity-Bullshit, was ich nicht unbedingt selbstverständlich finde bei dem Erfolg, den das erste Album hatte. Und das zweite, Happier Than Ever, hat auch wieder diesen schön dunklen, leicht brummigen Sound. Den finde ich einerseits ein bisschen entspannend, ein bisschen traurig, minimalistisch, nicht langweilig, aber doch sehr zurückgefahren, zumindest klingt es zurückgefahren. Und ja, insgesamt halt sehr fein und thematisch eben so ein sehr ehrliches, sehr wenig Bullshit und dafür eben sehr jetztzeitig. Und ich finde, wenn man sich von jemandem abschauen sollte, wie man mit 2021 so umgehen soll, dann ist Billie Eilish eigentlich eine ganz gute Wahl dafür. So, und das Letzte, das wird euch überraschen, deutschsprachig, ich habe es auch hier. Rap über Hass von KIZ mit Kätzchen. Und ich bin tatsächlich selber so ein bisschen erstaunt, dass es in meinen Top 5 des Jahres gelandet ist, aber ich habe es auch immer wieder gehört. Und also vor allem im Sommer war das ein fantastisches Album. Irgendwie Balkontür auf, laut aufdrehen und dann kommt quasi der Spaß von ganz allein. Und ich mag da einerseits die Beats, auch wenn die jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert oder spannend sind, oder es geht halt einfach gut nach vorn und ich finde, das reicht. Und es gibt diesen Humor, der, es ist halt einerseits, es ist wahnsinnig pubertär. Ne? Also es hat immer so dieses von mal schauen, wie weit wir gehen können, wie lustige, schockierende Aussagen wir machen können, ohne dass die Leute irgendwie durchdrehen. Den finde ich aber dann in so clevere Reime und Wendungen verpackt, dass ich mich über die wirklich immer wieder freue. Und ich freue mich immer über diesen fröhlichen Anarchismus, den die praktizieren, der immer so an der Grenze des Erträglichen ist, aber es hat nie so ganz überschreitet, also weil es auch nie ganz ernst gemeint ist. Das ist immer so ein Spiel mit Ironie, Überaffirmation von so Gangster-Rap-Klischees. Man weiß nicht, also es ist halt wahnsinnig glitschig alles, aber immer lustig, also wenn man einen etwas robusteren Humor hat. Und ja, weil das Video zum Titeltrack so schön weihnachtlich ist und die Textzeile mit Julian Reichelt schönerweise auch nicht mehr ganz so aktuell ist, dachte ich, wir hören jetzt den Titeltrack Rap über Hass.